einfach wunderschön. Auch wenn mein Arbeitsweg kurz ist, er ist aber echt sehr schön. Besonders an solchen Tagen. Ja, ihr seht, Winter Wonderland. Ich bin mein Fatbike. Hi, liebe Leute. Ja, willkommen im zweiten Vlog. Habe ich jetzt mal wieder nicht viel mehr zu bieten als Schnee. Vom letzten Mal auf dem Einrad. Jetzt gerade auf dem Weg ins Büro. Also ich habe einen Büroraum. Dann sitze ich da alleine, aber das ist besser als zu Hause mit kleinem Kind. Und ja, jetzt heute das Thema von dem Vlog. Erstmal möchte ich euch mal kurz erklären, wie ihr zum Vielfahrer werden könnt. Also jemand, der wirklich viel Fahrrad fährt, viel Mountainbike fährt, E-Bike, was auch immer. Und das andere Thema ist, wie fährt man sicher auf Schnee, gut auf Schnee. Da schneide ich jetzt hier das Video rein, was ich auf der Wiese hinter meinem Haus im Schnee gefilmt habe, mit meinem Filmer. Das schneide ich hier nochmal rein und verlinke jetzt aber auch nochmal in der Videobeschreibung zu dem längeren Video, was ich letztens veröffentlicht habe, was ich mit Kurt Exenberger in Tirol gefilmt habe. Also wo wir noch mehr Tipps hatten, also ein 10 Minuten Video oder das andere, was ich jetzt hier reinschneide, ist nur 2,5 Minuten oder so. Ja, ihr seht, Winter Wonderland, ich mit meinem Fatbike. Das Thema, wie wird man zum Vielfahrer? Also die Motivation, die muss natürlich von dir selber, von innen kommen. Also man muss wirklich Fahrradfahren lieben. Und das Beste ist, wenn man bei allen Bedingungen positive Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, das hat viel mit dem Kopf zu tun. Wenn man jetzt im Regen fährt und der Gegenwind hat und man ist genervt und frustriert auf dem Weg zur Arbeit, dann hat man eine negative Einstellung. Wenn man sich aber freut und denkt, okay, den Rest des Tages sitze ich vielleicht im Büro und jetzt spüre ich die Elemente, spüre den Regen, ich kann die Pedale treten, ich habe Spaß, ich fahre noch vielleicht einen kleinen Mini-Trail auf dem Weg. Das sind die Dinge, das ist im Kopf. Und diese positiven Erlebnisse, zum Beispiel heute hier, ein wunderschöner Tag. Zwischendurch eben hätte ich auch fast mal geflucht, als ich überhaupt nicht mehr vorankam im Schnee. Aber das wird halt wettgemacht durch das schöne, durch die Gerüche, die... Boah, man muss sich halt auf seine Sinne wieder ein bisschen fokussieren, weg von den ganzen Gedanken. Also man kann auch manchmal beim Fahrradfahren schön denken, weil man dann guten Gedankenfluss hat. Aber manchmal auch einfach nur spüren, den Wind spüren, die Luft riechen und all sowas. Genau, das nennt man dann Achtsamkeit heutzutage. Ist ja auch ein schönes Wort. Ja, dass man halt weg von grübeln, denken, hinzu, ich fokussiere mich nur auf meine Sinneswahrnehmung. Das ist echt ein super Tipp, das könnt ihr mal machen. Beim Fahrradfahren spürt ihr sogar in den Händen und Füßen, wie sich der Boden anfühlt. Ob der gerade so eher rau ist oder der Schnee, man spürt, wie der Schnee unterschiedlich ist. Ich fahre hier an der Ruhr entlang, ich wohne ja im Hochsauerland, da wo die Ruhr halt startet. Auf der anderen Seite, vielleicht seht ihr das, da ist der Ruhrtalradweg. Der ist aber gerade auch nicht geräumt, aber ich finde es hier cooler. Oh, ich nehme noch einen Minitrail mit. Heieiei, ein Minitrail hier. Genau, und jetzt, wie kann man jeden Tag fahren? Also ich bin auch Familienvater und berufstätig und mein Beruf ist zumindest, ja, je nach Jahreszeit und was gerade ansteht, auch viel Indoor. Ich habe ja das Privileg, dass ich auch mit Kurse geben meinen Beruf habe und vor allen Dingen jetzt auch wieder mehr mit Medien, also Videos, Texte und so bei Velo Total. Das heißt, ich kann auch rausgehen, Bikes testen, Videos drehen. Heute mache ich es aber mal auf dem Arbeitsweg und haben wir nämlich den Punkt, ihr könnt das Angenehme, also das Fahrradfahren mit dem Nützlichen verbinden und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ich fahre mit dem Fahrrad abends, auch wenn die Kleine schläft, so gegen 8 Uhr fahre ich nochmal zum Supermarkt. So kann man natürlich seinen Alltag einfach fahrradreicher machen. So sammelt man auch die Kilometer. Jetzt ist so ein bisschen die Frage an euch, fahrt ihr mit dem Fahrrad im Alltag? Wenn ja, woran liegt es? Wenn nein, woran liegt es, dass ihr es nicht macht? Ich kann auch ein paar Tipps geben und zwar natürlich im Zeitmanagement. Manchmal bietet es sich an, dass man halt ein Faltrad nimmt. Also ich habe auch ein Faltrad. Dann kann ich zum Beispiel Bahn, Bus und das Fahrradfahren gut verbinden. Ja, ihr müsst natürlich eine gute Ausrüstung haben. Jetzt, wenn es kalt ist, braucht man gute Ausrüstung. Ich habe wasserdichte Socken. Man will ja nicht frieren. Aber da findet ihr auch ganz viel Informationen online, was man beim Pendeln alles braucht. Wer halt viel Eisplatten im Winter hat, kann auch Spikes fahren. Man kann das alles anpassen. Also jetzt kommt die Frage, wie weit ist der Weg zur Arbeit? Also bei mir ist es leider jetzt relativ wenig.
vielleicht 2-3 Kilometer, keine Ahnung, aber ich fahre da mal einen Umweg, dann habe ich vielleicht 4 und dann hin und zurück und dann habe ich noch Berge, weil ich wohne am Berg, ich muss dann immer hoch. Ja, das ist natürlich dann die Frage und ich hatte mal 11 Kilometer, das fand ich ziemlich cool. Also das ist eine ziemlich gute Strecke, so nicht zu viel, nicht zu wenig. Bei manchen ist es halt irgendwie viel zu wenig, dann rate ich, lernt Einrad fahren, ja, da mache ich bestimmt noch mal Videos zu. Im Einrad kann man halt dann so Kurzstrecken schön fahren, dann kommt man ein bisschen zum Pedalieren. Ist auch nicht als Fahrrad, man kann auch durch Fußgängerzonen und überall fahren, weil es halt kein Fahrrad ist. Genau, also wer halt ganz Kurzstrecken hat, gerne mit dem Einrad. Und ja, manche fahren auch lange Pendelstrecken auf dem Land oder so mit dem S-Pedelec. Also mit dem Pedelec, das fährt 45 km/h. Ja. Wenn man da gute Straßen hat, dass man muss halt damit auf der Straße fahren, man darf nicht auf Radwege. Aber es ist auch eine mögliche Lösung. Jetzt das Thema, wie ist der Arbeitgeber? Da könnt ihr wirklich mit eurem Arbeitgeber mal reden, weil ihr seid fitter, ihr seid glücklicher und so weiter, wenn ihr halt mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Manche machen ja auch Jobradleasing oder sowas. Aber die Thematik ist, wie ist das, wenn man da mit schweißigen, dreckigen Klamotten ankommt? Also bei Stuttgarter Motorpresse gab es natürlich einen Fahrradkeller und eine Dusche und so weiter und so fort. Ja, also man sollte dann schon mit dem Arbeitgeber verhandeln. Ja, und jetzt ist die Frage, wollt ihr es wirklich oder sucht ihr Ausreden, das nicht zu machen? Lieber im gemütlichen Auto. Ja, manche stehen aber auch im Stau oder so. Ist ja auch nicht immer so cool. Corona geht auch vorbei, dann kann man wieder besser mit der Bahn fahren und mit dem Faltrad. Ja, dann sagt mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Mit dem Fahrrad zur Arbeit oder nicht. Jetzt kommen noch Fahrtechnik-Tipps für den Schnee. Danke fürs Zuschauen, ich bin gespannt, was ihr schreibt. Wir sehen uns. Hi, hier ist Marc und ich möchte euch heute das Thema näher bringen, auf Schnee fahren. Das ist ähnlich wie auf Matsch fahren, das könnt ihr jetzt die nächsten Monate noch gut trainieren im Winter. Und da gibt es ein paar Kniffe, wo man einfach sicherer unterwegs ist und ihr auf jeden Fall wisst, was zu tun ist. Es ist sehr wichtig, dass ihr den Luftdruck aus den Reifen nach rauslasst. Das heißt, mit deutlich weniger Luftdruck fahren würdet, als wenn ihr jetzt bei trockenen Bedingungen über Schotterwege fahrt zum Beispiel. Damit ihr einfach noch mehr Traktion und Grip habt. Also bei rutschigen Untergründen, Schnee, Luftdruck rauslassen. Auch wenn ihr Klickpedale vielleicht gewohnt seid, nutzt fürs Schneefahren, fürs Matschfahren, wenn es wirklich richtig rutschig ist, Flatpedals. Das gibt euch mehr Sicherheit, wenn das Rad mal rutscht, dass ein Fuß auch immer ganz schnell runter kann. Und das ist auf jeden Fall enorm wichtig und hilfreich. Die Position auf dem Bike, wenn es bergab geht im Schnee, ist jetzt nicht groß anders als bei einer normalen. Weil zum Teil sehr wenig Grip da ist, mache ich mich klein. Mein Körpergewicht bleibt auf den Beinen. Und ich habe dann auch mehr Grip am Hinterrad, wenn ich mich schön klein mache. Und am Lenker bitte schön lastenfrei, schön locker sein. Auf Schnee muss man mit der vorderen Bremse sehr vorsichtig sein, weil wenn das Vorderrad einmal rutscht und wegrutscht, liegt man sofort da. Wenn das Hinterrad ein bisschen durchrutscht, das ist nicht so schlimm, solange es einen nicht überholt, weil es ausbricht. Es ist wichtig, wenn ihr euch eine Wiese runterfahrt oder einen Waldweg mit Schnee. Oft ist es so, wenn da schon eine Spur war, wo jemand gefahren oder gegangen ist, da kann es richtig eisgefroren sein oder sehr rutschig, matschig. Dann ist es besser, seine Linie schön im tiefen Schnee zu finden. Nutzt beim Kurvenfahren die tiefe Sportposition, das äußere Pedal ganz runter, macht euch klein auf dem Rad. Ihr könnt euer Rad in die Kurve etwas legen und ihr werdet merken, bei Schnee kommt man schnell an die Grenzen. Da kann es auch mal wegrutschen, aber dann tut es auch nicht so weh. Wenn man gerade von einer anderen Stelle kommt und der Schnee fängt gerade erst an, das heißt eine Tiefschneedecke, man weiß nicht wie tief die ist, kann man das Vorderrad anlupfen, damit man nicht mit dem gleichen auch direkt in den Schnee einsackt. Es kann vorkommen, wenn ihr bergab im Schnee fahrt, dass ihr merkt, ich habe keine Kontrolle mehr. Wenn ich jetzt bremse, dann mache ich einen Sturz. Ich habe auch keine Lust nach vorne mich zu überschlagen. Das heißt, man muss dann schnell und sicher vom Rad. Und da könnt ihr den Sicherheitsabstieg anwenden. Ihr kommt ganz zum Stand und steigt nach hinten ab. Und das hilft euch auf jeden Fall da, dass ihr Überschlagsängste vermeidet. Wenn man Schneepassagen hat, bei denen man pedalieren muss, ist es sinnvoll, auf eine niedrige Unterstützung auf dem E-Mountainbike zu schalten, damit das Hinterrad nicht durchdreht. Warum im Schneefahren? Durch das schnelle Wechseln der Untergründe, das schult das Reaktionsvermögen und ihr seid auf jeden Fall im Sommer, wenn es mal matschig ist, ganz, ganz vorn dabei mit eurer im Schnee antrainierten Fahrtechnik. Das waren ein paar Tipps für das Fahren auf Schnee. Wir hatten jetzt heute sehr matschigen Schnee, weil alles gerade am Schmelzen ist. Aber ihr werdet merken, experimentiert ein bisschen mit verschiedenen Untergründen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Marc.